Moin, ihr Lieben. Ja, endlich mal wieder ein Video von mir. Ist ja schon wieder eine Woche her, seitdem ich ein Video hochgeladen habe. Jetzt habe ich endlich Zeit und möchte euch eine Rezension abdrehen. Und zwar über dieses Buch hier. Der geheime Name von Daniela Winterfeld ist im Knauer Verlag erschienen und kostet 12,99 € neu. Ich habe das netterweise als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen und sage deswegen ganz lieb Danke. Gelesen habe ich das mit einer lieben Abonnentin. Es hat auch wirklich echt Spaß gemacht. Wir haben uns sehr viel Zeit gelassen, jeden Tag nur ein bisschen gelesen und haben es wirklich genossen und uns immer zwischendurch ausgetauscht. Ja, dieses Buch hier ist eine Märchenadaption und ich lese sehr gerne Märchenadaptionen, aber das ist hier etwas sehr Besonderes, denn diesmal ist man nicht Schneewittchen oder Rapunzel oder nach Cinderella, Aschenputtel, verwurstet, sondern Rumpelstilzchen, das Märchen. Und das fand ich mal sehr, sehr interessant, vor allem, weil es auch so ein bisschen düster umgesetzt wurde. Allerdings ist es nicht genau Rumpelstilzchen, sondern also das Wesen ist von derselben Art, könnte man sagen, und vielleicht ist Rumpelstilzchen tatsächlich passiert, aber es spielt in unserer heutigen Zeit. Und zwar hat dieses Rumpelstilzchen-Wesen mit einem anderen Namen, was natürlich nicht verrät, er nennt sich immer der Geheime, ebenfalls einen Handel abgeschlossen mit einer jungen Frau und möchte nun ihr Erstgeborenes, ihre Tochter, bekommen. Und im Prolog bekommen wir das dann auch zu, ja, erzählt, wie dieser Handel abgehen soll. Sie hat ihre Tochter geboren und nun soll der Handel vollzogen werden. Und sie gibt ihm auch ein Kind und er ist schon voller Vorfreude. Jedoch ist das nicht ihre Tochter, sondern ein anderes Kind. Das ist ein Junge. Das ist dann der Prolog. Mehr erfahren wir auch nicht. Und dann bekommen wir die Protagonistin vorgestellt. Das ist Fina. Fina ist 19 Jahre alt und ihr Leben war im Grunde eine lange Reise von Ort zu Ort. Wir lernen sie kennen, da ist sie gerade, glaube ich, in Frankreich, in der Provence. Und mit ihrer Mutter zieht sie von Ort zu Ort, weil sie von ihrem Vater fliehen muss, der sie wohl stalkt und ihr etwas antun möchte. Mehr bekommt sie von ihrer Mutter nicht erzählt. Doch jetzt, wo sie ihr Abi fertig hat, möchte sie unbedingt studieren und sie möchte endlich ein Zuhause haben. Denn jedes Mal aus der Umgebung gerissen zu werden, wenn man sich gerade eingelebt hat und keine Freunde zu bekommen, sie möchte sich einfach nicht mehr anfreunden, weil es einfach zu sehr weh tut, wenn sie jedes Mal wieder umziehen muss. Ja, und jetzt ist es auch schon wieder soweit. Sie muss wieder umziehen und ihre Mutter hat sie anscheinend auch irgendwie belogen, was ihren Vater angeht und deswegen reist Fina aus. Sie möchte zu ihrer Großmutter, wo sie weiß, da war sie als Kleinkind wohl mal gewesen. Das war in Deutschland, in der Lüneburger Heide und sie schreibt ihrer Großmutter auch immer Tagebücher und schickt sie an ihr, weil sie braucht irgendwie so einen Bezugspunkt. Und dort hofft sie, eine Heimat zu finden und von dort sich vielleicht bewerben zu können für Unis, weil sie halt Fotografie studieren möchte. Ja, und sie reist dahin und ihre Großmutter lebt da tatsächlich immer noch und nimmt sie herzlich auf. Und an diese Mühle, das ist eine Mühle, was ja auch sehr zu diesem Märchen passt, zu Rumpelstilzchen, ist ja auch eine Müllerstochter gewesen, die diesen Handel mit dem Wesen gemacht hat. Ja, und an dieser Mühle grenzt halt das Moor. Und dieses Moor, das zieht Fina magisch an und scheint sie irgendwie ja zu faszinieren. Genauso wie der junge Mann, den sie dort kennenlernt im Moor. Das ist nämlich Mora. Und das ist der Junge, der von dem geheimen Wesen aufgezogen wurde. Und der ist natürlich ziemlich unzivilisiert, denn er wurde nicht sehr menschlich aufgezogen und wurde auch sehr, sehr menschenunwürdig aufgezogen, wie ein Diener, wie ein Sklave. Und die beiden begegnen sich und ja, vergucken sich halt ineinander, aber sie müssen erstmal ihre Diskrepanzen irgendwie aufräumen, weil er einfach alle Sachen nicht kennt, die sie kennt und sie weiß nicht, was mit ihm los ist und glaubt natürlich auch nicht an Magie und diese Wesen. Ja, und die beiden lernen sich nun erstmal kennen
Aber der Geheime hat wohl irgendeinen Plan, warum Mora dieses Mädchen genau kennenlernen sollte. Und was genau das für ein Plan ist, er möchte natürlich jetzt seine, ja, das Mädchen zurückfangen, was ihm eigentlich versprochen war. Und was genau dahinter steckt, warum dieser Handel überhaupt vollzogen wurde und woher Mora kommt und was der Plan des Geheimen allgemein ist, das möchte ich natürlich nicht verraten. Und es ist ein viele Geheimnisse, die hier aufgedeckt werden. Und es ist wirklich immer wieder düster. Die Sprache ist ganz, ganz toll, ganz detailreich und poetisch und trotzdem so toll weglesbar. Man kann sich das Moa so gut vorstellen und alle Gegenden braucht man gar nicht überlegen, wie man sich das vorstellt. Manchmal habe ich das so, dass ich, ah ja, dann ist da das, das da. Und hier ist das von ganz alleine so Welten entstanden. Ich muss allerdings sagen, dass mir manches sehr, sehr voraussehbar war. Vielleicht kommt es auch, wenn man das Märchen ganz gut kennt, dass man dann sofort weiß, was Sache ist. Aber viele Sachen habe ich irgendwie vorausgesehen und da haben die dann so ein bisschen das Geheimnis draus gemacht. Oder dem Leser wurde das schon suggeriert und schon gezeigt, das Geheimnis. Aber die Protagonistin Fina weiß einfach nicht Bescheid. Bis zum Ende hin nicht, wo man dann denkt, ja, okay, jetzt muss sie es auch langsam mal schnallen. Ja, da hätten sie vielleicht noch ein größeres Geheimnis oder hätten sie es noch ein bisschen verstecken können, alles. Ja, und man muss wissen, dass der Liebesgeschichtenanteil hier ziemlich groß ist. War mir tatsächlich ein bisschen zu groß, aber ich muss dazu sagen, dass die Liebesgeschichte auch was ganz Besonderes war, wegen halt dieser ganz diesen Unterschieden, die sie erstmal überwinden müssen und wie sie sich halt kennenlernen, ist doch was sehr, sehr Besonderes und nicht einfach nur eine Liebesgeschichte, wie wenn man sich hier im Café trifft oder so, weil es halt im Moor geschieht und Fina erstmal ganz, ganz viel tun muss, um überhaupt durch diese Mauern zu brechen, die Mora um sich aufgebaut hat, vor allem auch, weil der Geheime ihm so erzogen hat, dass er glaubt, dass die ja, sexuellen Triebe und diese Gefühle, die sich nun in den Regen falsch sind und böse sind und er sich jedes Mal dann auch ins kalte Eiswasser stürzt, was schon irgendwie ja eine gewisse Komik hat, wie sie sich denn da nun kennenlernen und das erste Mal küssen. Und ja, da komme ich dann auch zu dem Thema Erotik, was hier auch eine größere Rolle spielt. Aber nie zu doll, dass man jetzt sagen könnte, es ist ein Erotikroman und es überschattet das alles. Es ist immer noch, die Handlung ist im Vordergrund. Das Märchen, die Märchenadaption ist tatsächlich immer noch im Vordergrund. Mir hätte noch ein bisschen mehr dieses Schaurige, weil es gibt wirklich Momente, wo man richtig Angst bekommt vor diesem Wesen, vor diesem Geheimen. Und das hätte noch tatsächlich noch ein bisschen öfter sein können und vielleicht noch ein bisschen mehr passieren. Aber die Liebesgeschichte, wie gesagt, ist eigentlich wirklich schön und mal was anderes. Dann finde ich auch toll, dass die böse Gutverteilung ist hier zwar auch trotzdem klar, aber es wird auch ein bisschen erzählt, warum der Geheime so handelt. Das wird auch noch mal ein bisschen erklärt und das kenne ich jetzt aus dem Märchen zum Beispiel nicht, da ist er einfach böse und zack, bumm, aus. Und hier wird es halt noch ein bisschen erklärt und das fand ich toll. Allerdings ist das Ende ein bisschen zu leicht gemacht. Das finde ich ging ein wenig zu schnell und das hätte noch ein bisschen schwieriger sein können. Trotzdem ein tolles Buch, was ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr auf Märchen steht, auf Märchenadaption und einfach mal was anderes lesen, was ein bisschen schauriger ist. Vor allem, weil es ja auch hier in Deutschland spielt, in der Lüneburger Heide, hat das irgendwie auch einen tollen Bezug dazu. Fina ist eine tolle Protagonistin und auch Mora schließt man sofort ins Herz, vor allem, weil er ja auch so viel durchmachen musste und trotzdem immer noch so ein gutes Herz hat und auch die Magie, die hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr hier raus stechen können, aber die Teile, die so magisch sind, die sind natürlich wirklich toll umgesetzt worden. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, etwas darüber zu hören und mich interessiert es auch, ob ihr von dem Buch irgendwie begeistert wart, wenn ihr das gelesen habt.
oder ob es euch eher gelangweilt hat. Wie auch immer, schreibt es mir in die Kommentare und dann hoffe ich, dass wir uns schon ziemlich bald im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!